willkommen zu Musel Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musel Talk. Und heute bin ich bei Just Music in Berlin in der Kulturbrauerei und treffe mich dort mit dem Christian von Line 6, um den Spider-Wave anzuchecken. Ja, und dann gehen wir mal rüber in den Verstärkerraum. So, hallo Christian. Hey, Non-Eric. Yes. Du, der Reinhold, der hat mich auf der Musikmesse richtig heiß gemacht, auf den Spider-Wave, weil er hat mir genau erklärt, was so das Konzept dahinter ist. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, wir treffen uns heute mal hier bei Just Music in Berlin und checken mal den Spider-Wave zusammen aus. Ja klar, das macht natürlich eine Menge Sinn. Ich, weißt du was, ich spiele einfach mal so ein bisschen was, damit man mal hört, so ein bisschen Rock'n'Roll. Amtlich schon mal erstmal. Für einen Rock'n'Roll-Sound. Absolut. Genau. Die Idee dahinter ist ja quasi, es ist eine Kombination, das Beste von zwei Welten, sagt ihr. Es ist ein kombinierter Amp, der gleichzeitig Modeling-Aspekte hat, aber auch ein vollkommener Röhren-Amp ist. Richtig? Genau. Die Idee dahinter war zu sagen, wir nehmen das, was wir sehr, sehr gut können, ist die ganze Modeling-Geschichte, machen wir ja schon seit 10 Jahren, und kombinieren das mit einem Vollröhren-Amp. Das heißt, in dem Amp selber habe ich eine Vorstufensektion drin mit 12 AX7 Röhren und eine Endstufensektion mit 6L6 Röhren. Und was wir gemacht haben, ist die Modeling-Sektion davor zu packen. Da, wo beim normalen Röhren-Amp das Tone-Stack ist, haben wir einfach gesagt, okay, wir packen unsere Modeling-Sachen rein, sodass ich hier 12 verschiedene Verstärkertypen habe. Das heißt also, richtig echter Vintage-Röhren-Sound, aber trotzdem die Flexibilität, eben ganz viele verschiedene Sounds machen zu können. Dann ganz genau. Spiel uns doch mal einen schönen Clean. Das schön ist clean ja schon Sound. Mal immer so das Erste, was man mal so ausprobiert. Genau, ne? Und da fällt einem natürlich so eine Hendrix-Geschichte ein. Probieren wir mal. Ja. Schöne, fast schon sehr Fender-ähnlicher Ton. Ja. Ja, und wenn du mit der Pickup-Kombination eine Gitarre spielst, dann kriegst du dann halt schöne Clean-Sounds. Cool. Bis hin zu Stevie Ray-Geschichten, wo du einfach dann... Und da hast du jetzt hier eine Einstellung für. Was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Crunch-Sound machst? Drehst du dann hier an der Vorstufe, an dieser Modeling-Abteilung ein anderes Preset an, oder wie? Genau, wir haben hier quasi unseren, ich sag mal, den Knopf der Verdammnis. Okay. Wo du deine verschiedenen Amp-Modelle auswählen kannst, einfach durchdrehen. Wir haben hier Namen dafür, Clean, Twang, Blues, und was haben wir gerade gehört? Jetzt gerade haben wir Twang gehört. Okay. Für so einen Fender-ähnlichen Sound. War sehr Fender-mäßig, fand ich auch. Und wir können jetzt einfach mal auf einen Crunch-Sound gehen. Mhm. Und das klingt so ein bisschen wie am Anfang auch. Aber ich kann auch noch auf eine zweite, unter dem Modell verbirgt sich ein zweiter Crunch-Sound. Ah, da ändert sich die LED. Das genau, war, die wird von blau. Von Amber, genau, von grün oder Amber. Blau. Ja. Dass ich halt so einen AC30 ähnlichen Sound hatte. Den hattest du vorhin auch schon mal ausprobiert. Bevor, ja, genau. Bevor, und der war eigentlich für diese... Jetzt habe ich noch eine Frage. Diese Models, die hier vorne sind, die sind aber jetzt nicht modelliert nach einem ganz bestimmten Verstärkertyp. Jein. Wir haben ja ein gewisses Wissen, was diese Verstärker angeht. Und wir haben uns gedacht, für die Spider-Valve-Serie kombinieren wir einfach die besten Eigenarten dieser verschiedenen Verstärker. Mhm. Zum Beispiel bei diesem Crunch-Sound, den wir vorhin gehört haben. Dann seid ihr in Richtung Vox gegangen. Sind wir in Richtung Vox gegangen, aber wir haben mehr Flexibilität in der EQ-Abteilung zum Beispiel. Alles klar. Wo man seinen Sound noch ein bisschen verfeinern kann, was der Original-Vox zum Beispiel nicht so machen konnte. Der macht einen Sound, gut. Der macht genau. Genau. Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen so einen Brat-Sound hören. So einen Brat-Sound hören. Ich habe mir einfach mal so einen Brat-Sound hier auf eine Speicherplätze gelegt. Ah, du hast hier Presets? Genau. Ich kann mir hier 4 verschiedene Sounds direkt von der Oberfläche abrufen. Und hier habe ich jetzt schon mal was, ich habe da mal was vorbereitet. Einen Heavy-Metal-Brat-Sound für die ganzen Shredder-Jungs. Oh.
Ja, auf jeden Fall. Für die Abteilung. Geht auf jeden Fall. Und das heißt also, du brauchst jetzt hier gar nicht umstellen, sondern du kannst jetzt einfach hier von A, B, C auf D umstellen. Wahrscheinlich sogar mit einem Foot-Switch. Genau. Hey! Gut erkannt, wir bieten verschiedene Foot-Switches an, die teilweise die Funktion noch erweitern, sodass ich nicht nur diese 4 Speicherplätze habe, sondern insgesamt 36 Speicherplätze, noch ein Volumenpedal dabei und ein Wah-Wah-Pedal. Also das ist eine prima Sache für den Live-Betrieb, wo ich mir alle Sounds direkt so abspeichern kann, wie im Prinzip meine Setliste ist. Was natürlich auch Leute sagen, ist ja schon alles schön, habt ihr denn auch Effekte dabei? Genau, und, habt ihr, geht haben wir. Davon aus. Genau, ich gehe mal hier auf meinen bluesigen Sound, den ich mir hier hingelegt habe. Und da könnte ich jetzt einfach hingehen und erstmal ein bisschen Reverb drauf geben. Also ihr habt Reverb, sehe ich, Tape und Phasing und Tremolo. Okay. Und da kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ein bisschen Delay. Und wir nennen das die Smart Effects Sektion. Brauchen wir ein smartes Wort für eine Smart Effects Sektion? Auf jeden Fall. Und die Idee ist relativ einfach. Ich suche mal einen Effekttyp aus. In diesem Fall zum Beispiel Tape Delay oder Tape Echo nennen wir das. Und je mehr ich nach rechts drehe, desto mehr Effektanteil höre ich. Alles klar. Ah ja. Und da haben wir es. Und wenn ich die Zeit des Delays verändern will, drücke ich einfach den Tab-Taster im Rhythmus. Alles klar. Und ich habe meinen Delay. Das ist vielleicht jetzt mal eine gute Gelegenheit, mal wirklich durch diese ganzen Controls nochmal durchzugehen. Oh ja. Ich hole mal die andere Kamera. Hol mal die Kamera.